Da hängt der große Traum an der Wand von Kerstin Wirth. Die junge Frau ist seit ein paar Jahren unheilbar krank und hat dennoch immer von New York, von ihrem großen Ziel gesprochen. Es ist so etwas wie ihr letzter Wunsch, den ihre Eltern ihr unbedingt erfüllen wollen. Sie bekommt alles mit, auch wenn sie sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Kerstin Wirth ist 24 und hat ALS. Sie muss rund um die Uhr betreut werden, wird künstlich beatmet und ernährt und kann nicht mehr sprechen. Vor 4 Jahren war Kerstin noch eine unternehmungslustige junge Frau, reisefreudig und fußballverrückt. Doch dann kam die Krankheit und innerhalb weniger Wochen war für die ganze Familie alles anders. Ich wollte das erst auch gar nicht wahrhaben und ich bin ganz ehrlich, das kann ich manchmal heute noch nicht realisieren. Manchmal, wenn ich morgens wach werde, da wünschte ich einfach, dass alles wieder so wäre wie früher. Das ist unheimlich schwer, das zu akzeptieren. ALS greift die Nervenzellen an, die für die Muskulatur zuständig sind. Bekannt geworden ist die Krankheit durch den inzwischen verstorbenen Maler Jörg Immendorf und die sogenannte Ice Bucket Challenge, eine Aktion, bei der für die Forschung gespendet wurde. Kerstin Wirth bekommt Medikamente. Ihre Lebenserwartung beträgt trotzdem nur noch circa 1 Jahr. Zeit, in der ihre Eltern ihr den ganz großen Traum von New York noch erfüllen möchten. Das hat sie schon, bevor sie krank geworden ist, gehabt, das Ziel. Ich habe zuerst gesagt, nee, das geht doch nicht. Wie soll das gehen mit Beatmung? Und ja, dann haben wir uns ein bisschen drum gekümmert und letztendlich haben wir was gefunden. Nämlich ein Kreuzfahrtschiff. Für Dezember haben die Eltern eine große Kabine und eine Ferienwohnung gebucht. Aber es gibt noch jede Menge logistische Probleme. Es ist halt unheimlich schwierig. Wir müssen sehr viele Sachen mit nach New York nehmen. Es muss die Nahrung mitgenommen werden zum Beispiel. Die Maschinen müssen alle mit in mehrfacher Ausführung, weil ein Versorger uns zum Beispiel, wenn eine Beatmungsmaschine ausfällt, nicht mal eben eine Maschine nach New York schicken kann. Um finanziell zu helfen, sammeln inzwischen viele Geschäftsleute, Nachbarn und Freunde für Kerstins große Reise. Doch selbst wenn nicht genug zusammenkommt, ist für die Eltern klar, sie wollen ihrer Tochter den ganz großen Traum ermöglichen. Sie ist unser absolutes Wunschkind immer gewesen und wir haben immer versucht, immer Kerstins Wünsche zu erfüllen. Und das ist ihr ganz, ganz großer Lebenstraum, New York. Und wir werden alles dafür tun, um ihr den zu erfüllen. Und wenn Sie der Familie dabei helfen wollen, das leiten wir natürlich sehr, sehr gerne weiter. Die Familie, die kommt aus der Nähe von Burscheid und die freut sich mit Sicherheit über jegliche Unterstützung.